Eine Welt ohne Geld. Ich meine, wir haben eine gewisse Generation hier. Ich sehe natürlich auch junge, insbesondere junge Frauen und junge Männer. Meine Generation ist natürlich mit Geld aufgewachsen, mit ganz klassischem Geld, Bargeld, Giralgeld. Sie kennen die Geldfunktionen. Aber eine junge Generation, die ich jetzt schon im Hörsaal habe, die mir meine Skripte in PayPal schickt, die mir anbietet, in Bitcoin das zu zahlen oder gar nicht, weil alles, was im Netz ist, ja kostenlos ist, denkt vielleicht auch ganz anders. Globalisierung führt mit Sicherheit dazu, und wir haben ja seit den 70er Jahren eine totale Liberalisierung des Geldes, dass Geld das flüchtigste Gut ist auf der ganzen Welt. Aber nachdem wir heute natürlich nicht nur über Tagesgeld reden, sondern über Millisekundentransaktionen, wo Geld durch die Welt rennt, 2,5 Billionen Dollar pro Tag geschätzt, ist es natürlich auch ein gewisses Risiko für künftige Krisen. Es ist auf Deutsch eigentlich gar nicht planbar für Zentralbanken. Wie soll eine Zentralbank Geldmenge im 1, 2, 3 planen, wenn man gar nicht weiß, wo heute gerade in dem Moment das Geld überhaupt ist? Diese Stabilität scheint auch den Rockefellern überhaupt nicht wichtig zu sein. Wichtig ist, dass die Welt flüssig ist. Liquidität vor Stabilität ist ganz deutlich auch dem Draghi sein Ziel. Das heißt, wer heute noch hier im Publikum sitzt und Geld im Sinne meiner klassischen Wertaufbewahrungsfunktion, was wir im Hörsaal gelernt haben, irgendwo zu Hause hat oder auf dem Sparbuch, der wird eigentlich von Draghi total verlacht. Ja, im Gegenteil, wenn sie es zur Bank bringen, und die Bank zur Zentralbank muss ja negativ Zinsen zahlen, und es wird vielleicht nicht lange dauern, bis auch der Sparer negativ zahlt, nicht nur via Inflation, sondern real zahlt, wie es vor 5 Jahren in Japan der Fall war. Am Ende des Tages, ich fasse jetzt mal meinen ersten Teil zusammen, den man jetzt schon natürlich deutlich ausbauen könnte: Vertrauensverlust, Kredit, Kreditäre heißt ja auf Deutsch, Vertrauen ist einfach nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob Sie und was und wem Sie im Moment vertrauen. Geld zu vertrauen, insbesondere als Wertaufbewahrungsmittel, ist sicher heute schwierig. Die Skepsis, dass Zentralbanken mehr wissen als alle anderen, ist die Grundthese. Und daraus entsteht nachher von uns dem Fiat Money auch ein Free Banking, was nachher mein Credo sein wird. Lass doch jeden sein Geld selber schöpfen, um es gleich vorwegzunehmen, und damit auch Bitcoins meinen. Das heißt, wenn ich Zentralbanken misstraue, weil sie weder der Fischers- und Verkehrsgleichung, also Geldmenge muss der Produktionsmenge entsprechen, jeweils mit Umlaufgeschwindigkeit und Inflation bereinigt, dann ist es eben so, Geldmenge, Fragezeichen, wie viel haben wir überhaupt, Produktionsmenge, da gibt es schon lange keinen Bezug mehr. Die Zentralbanken steuern nach Gutdünken, sagt der Draghi auch, keine Formel basiert, sondern einfach der Emotion basiert. Gestern war 70-jähriges Jubiläum von Bretton Woods, da war die Welt auch für mich noch in Ordnung. Wir hatten einen festen Wechselkurs, wir hatten Paritäten, wir hatten Gold hinterlegt, Dollar hinterlegte Währungen, und erst als wir Bretton Woods, wie Sie wissen, abgeschafft haben, gingen ja eigentlich auch die Finanzmarktkrisen Zyklen los. Die erste Botschaft war gerade vorher, wir haben mehr Unsicherheit in der Welt denn je. Die jetzige Free-Floating-Politik der Zentralbank in Europa und USA genauso und Japan genauso wird das Vertrauen nicht herstellen und wird auch nicht zu Investitionen führen, was die österreichische Schule und Hayek, auf dem dann Milton Friedman und andere aufgebaut haben, schon gesagt haben. Das simpelste Prinzip von den Vieren, bis wir zu den Bitcoin kommen, ist schlicht und einfach Tauschbörsen. Wir haben bei uns in Rottenburg, wo ich wohne, einmal im Monat eine Warentauschbörse. Da kommen Menschen und bringen Waren und holen Waren. Das ist so die Robinson Crusoe-Theorie auf der Insel. Der eine fängt Fische, der andere pflückt Kokosnüsse, und dann tauschen wir einfach. Ja? Das Local Exchange Trading Systems. Man kann wahnsinnig viele Tauschringe in jeder Stadt finden. Natürlich, und das ist vielleicht dann auch meine Skepsis, dahinter stecken meistens die Kapitalismuskritiker, die alles Geld als schlecht empfinden, was ja auch Blödsinn ist, denn manchmal brauche ich ja ein Schmiermittel für Investitionen, die ich morgen tätigen will und heute das Geld habe. Geld ist wichtig. Ich bin überzeugt, und wenn Sie mal wirklich ins Internet gehen, wie viele alternative Tauschbörsen sich inzwischen gebildet haben, nicht nur Autosharing und was es da alles gibt, dann ist es schon phänomenal. Und die Jungen, wenn sie dieses Wort Share Economy schon mal gehört haben, Share Economy ist brutal im Kommen. Die Jungen tauschen, was das Zeug hält.
heute eine Stunde Nachhilfe in Mathematik, gegen morgen eine Stunde Fensterputzen in der WG, was auch immer. Und was kann, das ist meine tiefste Überzeugung, werthaltiger sein als Zeit? Zweitens, in aller Kürze, regionale Währung. Wer von Ihnen hat nicht schon vom Chiemgauer gehört? Ich denke, der Herr Pape allemal um die Ecke rum. Chiemgauer ist die größte Währung im Chiemgau, schlicht und einfach. Es werden dort ungefähr 40 Millionen im Jahr, wenn man es in Euro umrechnen würde, an Waren, Dienstleistungen, einfach über diese regionale Ersatzwährung, hier ist er, 1, 2, 3, 4, 50 Chiemgauer, getauscht, dass dieser Zettel nichts anderes ist als Ihr Euro und Sie glauben, der Euro ist mehr wert als der Chiemgauer, ist ja nur eine Emotion. Geld ist eine Illusion, das wissen wir. Das Gleiche gibt es bei uns in der Gegend, wo ich herkomme, in Donautaler und ich weiß nicht, wir haben 60 Regionalwährungen in Deutschland, die alle funktionieren. Schwundgeld ist in der Free Banking Theory das Allheilmittel. Alles rostet, sagt der Silvio Xell. Ja, Ihr Auto, Ihr Stuhl, alles wird ja weniger wert. Nur bei Geld glauben wir, warum eigentlich, dass es mehr wert werden muss. Und es wird ja nie mehr wert, es wird via Inflation ja faktisch immer weniger wert. Ich meine, in real umgerechnet ist Geld nie mehr wert geworden. Warum bilden wir es also nicht in Papierform ab? Das führt dazu, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt was bekommen, beim Bäcker habe ich eine Wurst gekauft, der Bäcker hat jetzt einen Wörgler, also wenn der morgen weniger wert ist, kauft er sofort wieder beim Bäcker irgendwas. Das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist extrem gestiegen, mit dem Ergebnis, dass man gar nicht viel Geldmenge braucht. Ja, und wenn wir sagen, Geldmenge ist ja das Hauptübel von Draghi und Co., dann wäre das Konzept des Schwundgeldes genau das Richtige. Schweizer sind gerade nicht unter uns. Wir haben hier die Wirbank, ein Wirtschaftsring in der Schweiz, in dem 60.000 KMUler Mitglied sind, die untereinander Waren tauschen. Das ist eine Kombination aus Schwundgeld und Tauschring. Und da ist inzwischen eine eigene Bank dahinter. Das heißt, Sie können auch diesen Wir, das ist also eine Währung, in Schweizer Franken jederzeit umtauschen. Ein Wir ist ein Schweizer Franken, aber es ist ein geschlossener Geldkreislauf. Da geht natürlich nichts über die Schweiz raus oder über die Wir. Und insofern haben Sie auch keine externen Einflüsse an importierte Inflation, wie wir das nennen. Das heißt, ein wunderbar geschlossener Kreislauf. Ich bin in so einem Bartering-Club auch. Ich bin zum Beispiel Beirat in einem Firma, das ist die Firma Aliseum Schwarzwald, die diese Haarföhns bei Ihnen im Hotel produziert. Da kriege ich für einen Tag Beiratstätigkeit eben einen Gutschein für ein Wellnesswochenende im Hotel, weil die liefern ja die Föhns in Hotels. Hotel zahlt nicht Cash, sondern zahlt in Wohngutschein. Ich kriege den Wohngutschein, den kann ich jetzt weitergeben, wieder gegen Fenster putzen oder selber mit meiner Frau dort wohnen, was sie dann in der Regel macht. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Wirtschaftskreislauf. Je weniger Geld, Welt ohne Geld, umso stabiler und vertrauensvoller. Weil auf dieses Wochenende kann ich mich freuen, vertraue drauf und gucke mir vor, das Hotel an, das ist real da. Das Geld ist Illusion. Jetzt komme ich einfach noch auf dieses Free Banking und damit auf den Bitcoin und den Schluss. Was jetzt am revolutionärsten wäre, neben regionalen Tauschbörsen, regionalen Währungen, Ersatzwährungen und immer einfach den Verzicht auf globales Geld, wäre das komplette Free Banking. Das ist sozusagen das, was wir von Keynes, so viel habe ich von Keynes jetzt nicht gelernt oder als richtig empfunden, aber immerhin diesen Pilgrim Banking, Banker Plan von Keynes. Lass doch allen die Möglichkeit, selber Geld zu schöpfen. Ja, wir könnten ja morgen einen BDRA-Dollar zum Beispiel überlegen und ob der funktioniert, hängt nur von uns ab. Wenn wir dem trauen, dann ist der wahrscheinlich wertvoller noch wie ein Euro. Und so entstand ja aus dieser Free Banking Theorie auch der Bitcoin. Aber 21 Millionen Bitcoins laufen im Moment durch die Gegend und im Moment hat auf dem Markt, Sie müssen nur googeln, ein Bitcoin so 800 Euro wert, weil es gibt natürlich Menschen, die Bitcoins haben, die es jetzt gegen Euro verkaufen und es gibt einen regen Markt und da fängt es natürlich an, unser BaFin hat letztes Jahr gesagt, okay, wir akzeptieren Bitcoins sind nach BaFin akzeptiertes
Geld nach KWG. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt ein Google plötzlich daherkommt, ich weiß zumindest, weil einige Alumni bei uns in Google sind und nicht nur Street View macht, sondern plötzlich sagen wir, es gibt jetzt einen Google-Dollar. Ich könnte mir vorstellen, viele Millionen junge Menschen würden dem mehr vertrauen als einem Euro. Wertbeständigkeit hängt ja vom Vertrauen ab. Immerhin ist der Bitcoin fälschungssicher, er ist dezentral, er ist Netzgeld, er ist anonym und er ist inzwischen BaFin akzeptiert, er ist webbasiert, er ist sozusagen schneller verkauf und handelbar wie die ganzen PayPals, die ja am Ende immer noch mit Banken zu tun haben. Also reines Netzgeld. Wir kriegen das mit, da ich sehr viel jetzt gerade in Südostasien unterwegs bin, viele muslimische Partnerhochschulen gerade besuche, ob es uns recht ist oder nicht. Und hier erlebe ich inzwischen eben eine ganz andere Bankenwelt. Und das wäre dann, sagen wir mal, der Sprung in den nächsten Vortrag, vielleicht nächstes Mal zum Thema Islamic Banking. Da gibt es keine Inflation, da gibt es keinen Vertrauensverlust, da ist die Welt in Anführungszeichen noch in Ordnung. Ob man die Scharia gut oder schlecht findet, im Finanzmarktbereich hat sie jedenfalls klare Regeln. Und das ist eine Systemfrage, wo gehen unsere Banken hin? Das wäre mein Impuls zum Abend, wenn Sie so wollen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.